Die Arbeit von Andrea Buhner ist wohl einzigartig in Deutschland. Im Spreewald in Brandenburg, südöstlich von Berlin, stellt sie Sendungen der Deutschen Post zu, per Kahn. Die Gegend ist durchzogen von kleinen Kanälen. Mit dem Frühling sind nun nicht nur die Touristen wieder in Scharen unterwegs, auch für die Postzustellerin ist wieder Saison. Wie findet sie ihre Arbeit? Entspannt. Einige Anwohner bekommen ihre Pakete und Briefe persönlich überreicht. Bei anderen landet die Post im Briefkasten, bequem zugänglich vom Wasser aus. Mit ihrem Kahn transportiert die Zustellerin alles Mögliche. Vorletztes Jahr hatte ich einen Strandkorb, aber nicht den normalen Strandkorb, sondern XXL. Ansonsten auch Fernseher, Fahrräder, eine ganze Gartenhecke, ein Fußballtor, ja, so. Es wird alles bis zu 31,5 Kilo mitgenommen, was die Post so transportiert und was auf den Kahn passt. Für rund 65 Haushalte ist Andrea Buhner zuständig. Die Häuser sind nicht über die Straße erreichbar. Im Winter wird die Post zu Fuß ausgetragen. Dann geht es über zahlreiche Brücken und Treppen. Die Arbeit im Kahn hat etwas Entschleunigendes, findet die Zustellerin. Vormittags bin ich ja mit meiner Post in der Stadt unterwegs. Da ist es laut, da ist es hektisch, da sind viele Leute. Alle sind so genervt. Und dann gehe ich auf den Kahn und dann ist das so entschleunigt und entspannter. Und es ist ein langsameres Arbeiten. Also es ist alles ein bisschen gemächlicher.